Es kam zur Entstehung des Instituts insoweit, als dass Herr Dr. Kauhof und Herr Dr. Nagel mir bekannt waren und wir zu einem Zeitpunkt vor 3, 4 Jahren sozusagen übereinander gestolpert sind und haben gesagt, das Thema Sportrecht im weitesten Sinne, gerade auch hier in der vormaligen Sportstadt Leipzig, ist aufzugreifen, und so hat sich es vom Grunde her entwickelt. Ja, es war ganz einfach. 3 ehemalige Leistungssportler, 2 Ringer und ein Fußballer und jetzige Juristen wollten etwas für die Leipziger Sportrechtslandschaft tun. Ja, und da lag es auf der Hand, dass man ein Institut gründet, welches sich eben mit Sportrecht beschäftigt und den Standort Leipzig stärkt. IDES ist gegründet worden, um unsere eigenen Probleme, die wir in unserem Verein hatten, ja, der Herr Zebig, der Kollege Zebig ist ja Ringer und auch im Ringerverband tätig, ebenso wie der Nagel. Und ich bin im Fußballverband und insbesondere auch im Vorstand vom ATSV, frisch auf Wurzeln. Viele Probleme sind uns da begegnet, und wir haben gesagt, da müssen wir mal was machen, und haben gedacht, das bleibt mal ein wissenschaftliches Gewand, machen eine Tagung und setzen die Ergebnisse dieser Tagung dann auch um. Das ist ja die Besonderheit von IDES, dass wir die Ergebnisse nicht nur irgendwie präsentieren, sondern tatsächlich dann auch anwenden und umsetzen. Also wir führen ja jetzt den 3. Sportrechtstag durch hier in Leipzig, und ich persönlich denke, dass es eine sehr gute Resonanz gibt. Der 1. Sportrechtstag war erfolgreich, der 2. auch, und ich denke auch, dass der 3. insoweit erfolgreich wird und die Resonanz auch im Nachhinein noch da sein wird. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Also ich könnte mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass die IDES eine Plattform bietet, um interessierte Sportler hier eine Möglichkeit zu bieten, mehr Sicherheit zu erfahren, also in rechtlicher Hinsicht. Es handelt sich ja doch um eine sportrechtliche Plattform, von der Sie auch ja gesprochen haben, dass es in sportrechtlicher Hinsicht offensichtlich ja doch Beratungsdefizite gibt. Wie die heutige Veranstaltung ja gezeigt hat, ist ja doch vielen diese rechtliche Dimension, auch international rechtliche Dimension, so noch gar nicht bewusst gewesen. Das Institut für Deutsches Internationales Sportrecht soll auch eine Anlaufstelle für Sportler sein, die ihre Fragen, Wünsche, Probleme dort auch mal loswerden können. Wir haben einen Sportlerbeirat und wir haben auch ein Projekt Sportler für Sportler, also in diesem Sinne, dass man sich dort auch mal Rat und Erfahrung, Rat holen kann, Erfahrung austauschen kann, also in diesem Sinne. Motto ist sportfrei, hart ran und immer weiter. Also es hat verschiedene Mottos. Das eine Motto ist, wir wollen jährlich den Leipziger Sportrechtstag ausrichten. Das zweite Motto ist, wir wollen sportbegeisterte Trainer, Funktionäre und Verbände schulen. Und das dritte Motto ist, Sportler für Sportler. Also ehemalige Leistungssportler machen sich für jetzige Leistungssportler, aber auch Breitensportler stark. Also es gibt zwar eine ganze Menge Sportrechtsvereinigungen inzwischen in Deutschland, aber ich habe das Gefühl, dass diese Institution sich das so auf die Fahnen geschrieben hat, dass das bei dem interessierten Publikum, und das sind etwa Vertreter von Verbänden, aber natürlich auch Juristen, Mediziner und Öffentlichkeit, dass das angenommen wird, und man sieht es auch an der Teilnehmerzahl, also dass diese Tagung auf gute Resonanz stößt. Wie ich bereits ausführte, ist ein Teil unserer Arbeit Sportler für Sportler, und wir verstehen uns als Anlaufstelle für Sportler. Das ist sicherlich sehr richtig. Also es ist eine gute Idee und es ist auch eine gute Initialzündung dafür, sich damit auch zu beschäftigen, auch mit anderen Berufsgruppen natürlich. Mit allen Problemen. Ja? Wir lösen jedes Problem.